ich in der nächsten Viertelstunde noch Gelegenheit haben, beide Mannschaften etwas kennenzulernen. Denn wenn wir die Gruppe 1 ansehen, Mühlenkreisauswahl, Bayern, München, Borussia Dortmund und 1. FC Köln, und wenn ich Ihnen jetzt den meiner Meinung nach Favoriten verrate, dann werden Sie sich vielleicht erstmal vom Namen etwas wundern, denn dann würde ich sagen, es ist der 1. FC Köln. Ich versuche, diese These auch gleich mit ein paar Zahlen zu belegen. Jetzt warten wir erstmal hier den zweiten Angriff ab nach dem ersten guten Schussversuch von Noah Katterbach. Der BVB hier mit einem Stammgast angereist, Trainer Christian Friedmann. Es ist insgesamt sein 6. Premier Cup schon. Für Borussia Dortmund und auch für Arminia Bielefeld war er schon hier. Das war klasse behauptet, abgeschlossen! Das war ein schönes Tor von Lukas Klatschos. Wunderbar verarbeitet, rumgedreht und abgeschlossen zum 1-0. Das war richtig stark gemacht. Wacht die Dortmunder, pressen früh drauf. Janis Sikorski war das, der da fast rankam. Jetzt die Kölner im Angriff. Henry Matta wird da gefault. Hier sieht der Peters. Wo er ist bekannt. Mit dem Pfiff. Also die Kölner, ich nenne die mal ein paar Zahlen. Spielen die B-Union Mittelrheinliga, sind dort Tabellenerster. 13 Spiele, 35 Punkte. Das heißt, 11 Spiele gewonnen, 2 unentschieden, noch keine Niederlage. Und jetzt kommt's, die Jungs aus Köln mit gerade mal 6 Gegentoren in der Liga unterwegs. Mit Abstand die beste Defensive. Auf Platz 2 liegt da ein Verein mit 13 Gegentreffern, also mehr als die Hälfte. Mehr als das Doppelte. Jetzt wieder gut abgelegt. Außerdem 45 Tore erzielt, 14 Treffer mehr als die zweitbeste Offensive. Und wir reden über 45 Tore in 13 Spielen. Also die Kölner haben hier richtig ein paar Ballermänner am Start. Auch letztes Jahr ein richtig gutes Turnier gespielt. Von daher glaube ich schon, dass wir hier noch einiges erwarten können. Gebester Torjäger Sebastian Müller ist dabei. Wenn Sie darauf achten möchten, das ist die Nummer 7 beim FC. Gerade nicht auf der Platte, aber sicherlich gleich dabei. Er hat also 10 Treffer erzielt, liegt damit auf Platz 2 in der Liga. Und Kapitän Can Bacıdoğan ist ebenfalls dabei, jetzt gerade am Ball. Ja, mit 6 Treffern auf Platz 6. Ja, auch erweiterter Nationalspieler für den DFB. Henry Matta hier mit dem Dribbling, gut gemacht. Ball gewinnt BVB. Spiel wird jetzt beruhigt. Also das wird ein interessanter Spieler, das sage ich jetzt mal nach 4 Minuten Spielzeit voraus für dieses Turnier. Lukas Klatschos vom Borussia Dortmund, Nummer 18, sollten wir uns einmal in den Hinterkopf packen. Da war Daniel Adamczyk, Kölner nicht ganz so sicher, Abschluss hier von Emir Tizi. Für den BVB. Kann die Matta. Jetzt 1 gegen 1. Gut aufgepasst von Florian Wendt. Der BVB übrigens ein Top-Torschützen in der Liga auch dabei. Reda Kadra ist das. Spieler mit der Nummer 7. Gerd Brav in der Westfalenliga, wo der BVB mit der U16 aktiv ist. 7-mal. BVB in der Westfalenliga, Tabellen 4. 20 Punkte aus 10 Spielen. 7 Punkte Rückstand auf die U17 von Preußen Münster. Allerdings
Hat der BVB ein Spiel weniger im Idealfall. Können es also 4 Punkte werden. Jetzt hört man den Kölner. Auffällig beim BVB in der Liga. Die schwächste Tordifferenz der Top 4 in der Liga. Preußen Münster, die U17 mit plus 18. Schalke mit der U16 plus 19. Die Paderborner U17 plus 21. Der BVB kommt auf plus 9. Jetzt war schnell geschaltet wieder von Florian Wendt, der sich jetzt sputen muss. Denn Köln kurzzeitig mit der Überzahl. Aber Wendt ist wieder da. Freistoß aber für den BVB. Also die Jungs wirken handlungsschnell, wirken von Anfang an wach. Machen den etwas spritzigeren Eindruck. Der Ball hier auf Karaman. BVB auch mit einem erweiterten U16-Nationalspieler angereist, Nico Lübke. Spieler mit der Nummer 4. Ja, wie gesagt, im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Und dann hat Dortmunds Keeper Dominik Schönebeck nicht ganz so sicher aus. Das intensive Duell an der Bande. Wieder Wendt. Gut quergelegt. Klasse gespielt. 2-0 Dortmund. Aram Karaman. Also auch Florian Wendt macht hier einen richtig guten Eindruck. Statistisch sind die Kölner hier die erfolgreichere Freeway Cup Mannschaft. Die Dortmunder zum 14. Mal dabei. Wir warten gerade den Angriff ab. Tolles Tor von der Bande. Aus ganz spitzem Winkel. Und es war wieder Lukas Kranjčas. Also der ist mit einer großen Portion Lust nach Lübeck gekommen. Also die Dortmunder zum 14. Mal dabei. Die Kölner zweimal mehr. Zum 16. Mal hier. Der BVB erreichte einmal das Endspiel, die Kölner bereits zweimal dabei. Zuletzt die Kölner im Jahr 2009. Allerdings gelang es keinen von beiden Mannschaften bisher, das Turnier zu gewinnen. Das ist wieder Klatschoss. Starke Ballbehauptung hat, der den Ball auf engem Raum stark kontrollieren kann. Das war Nico Lübke hier, der Kapitän der Dortmunder. Wie gesagt, er Nationalspieler auf Abruf, auch den schauen wir uns natürlich ganz genau an. Freistoß für den SC Köln, 6 Minuten sind hier noch zu spielen. Zeigt einen Anschlag auf die Technik. Wir dürfen ja hier direkt ganz nah an der Bande sitzen. Anschluss wieder. Einmal auf Duran Duran. Zurückgelegt, das ist wieder Nico Lübke. Hannes Sapkowski mit einem Job. Dortmund, da war mal ein Ballverlust. Und gut aufgepasst von Luis Müller, der da sich gegen Klanstoß durchsetzte, einen Schritt schneller war. Dann Bezug zum Tor, den Abschluss gesucht hat. Also taktische Mittel ist klar. Der BVB stellt Klanstoß ganz tief, will ihn flach anspielen. Er behauptet die Bälle. Entweder dreht er sich, schließt ab oder legt auf nachrauschende Spieler die Kugel ab. Erstes taktisches Muster. Auch Köln lässt da einen Stürmer ganz tief stehen. Das war die Ablage. Klasse gemacht. Da hat Astefan Wisam Zeit
abgelegt, gut behauptet den Ball. Ich glaube, ich hätte die Kölner Freistoß bekommen können. Da hat Duran Duran etwas mit den Armen nachgeholfen. Zu der Klatschers. Das ist eigentlich vorbeizutreten. Das ist schon interessant zu sehen. Ich hätte gerne Freistoß gehabt. Aber ich denke, das war okay, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Schönes Anspiel. Gut behauptet, gute Drehung, guter Abschluss. Ah, Stefan Wiesam, Said. Macht nach vorne auch richtig Betrieb bei den Kölnern. Trainer beim 1. FC Köln ist Martin Heck, 31 Jahre. A-Lizenzinhaber. Guter Abschluss hier von Nico Lübke. Martin Heck war vor Zeiten eine etwas überraschende Verpflichtung als Trainer der zweiten Mannschaft der Kölner. Kann er das vertrauen? Hier ist die große Chance, aber dann zu spät abgeschlossen. Jetzt mit der Bande gespielt. Abschluss und Straßenparade von Daniel Adamczyk. Hat die Fäuste hochgekriegt. Und der Eckball. War nix. Gutes Tempo von Can Öztürkan. Da unsanft gelegt. Zur Erinnerung, ich habe die Kölner hier zum Mitfavoriten erklärt. Die letzten Jahre flog mir so eine Prognose immer um die Ohren. Also Sie können sich darauf verlassen, dass was ich hier erzähle, wahrscheinlich geht das Gegenteil ein. Ja, da war Adamczyk etwas aus seinem Voraus. Das hat Aram Karaman gesehen. Ich dachte, ich probiere es mal. Ist hier noch umgedreht der Abschluss von Arjan Berisha. Kölner spielen hier bis zum Schluss durch. Das war ein Foulspiel an der Bande. Da darf man über 2 Minuten nachdenken. Und oh, die gibt es doch hier. Richtige Entscheidung. Raphael Kamprubin. Und die letzte Spielminute in dieser Partie beginnen. Wir gucken, was kann Köln. Das wird der Hammer. Die letzte Spielminute mit der Überzahl anfangen. Sind ein bisschen wild, können das eigentlich viel entspannter ausspielen. Wir sind zum BVB. Ein weiter Ball. So, jetzt aber. Das ist ein 3 gegen 2. Das muss eigentlich ein Tor werden auf dem Niveau. Und das wird's auch. Guter Abschluss von Noah Katterbach. Aber wie gesagt, wenn man damit 3 gegen 2 auf den Torwart zugeht, dann darf das ein Tor werden.
BVB darf wieder auffüllen nach diesem Gegentor. Der Lupfer nochmal. Jetzt noch Holz. Im Freistoß für den 1. FC Köln. Noch 10 Sekunden auf der Uhr. Der BVB wird dieses Auftaktspiel gewinnen und jetzt hier in der Blitztabelle auf Platz 2 ansiedeln hinter den Bayern. Die Kölner dann auf Platz 3 und die Mühle ist erstmal auf Platz 4. Das war's. Das war das Spiel. Borussia Dortmund gewinnt mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. Wir melden uns gleich zurück mit der nächsten Partie. Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV.